Was passiert denn im Gehen? Das ist vielleicht das Interessanteste überhaupt. Im Gehen haben wir folgende Situation. Wir haben Gluteus Maximus, das aktiv ist, und Oberschenkel nach außen dreht. Wir haben gleichzeitig Fuß, das strikt nach vorne zeigt. Und dadurch, durch Verteilen der Belastung vom fünften auf den ersten im Laufe des Gehens, zeige ich gleich, ja, wird auch noch die Innenrotation des Unterschenkels initiiert zusätzlich. Und dann haben wir Spiralität im Knie. Und die beste Signalübertragung durch die Gelenke, ohne dass Gelenke jetzt bei jedem anderen, also wenn wir gehen würden ohne Gluteus Maximus, würde Knie bei jedem Schritt traumatisiert. Hier nicht. Hier wird das Knie geschützt, ernährt und. Alles, was gut ist. Ja? Und dem Knie ist angenehm. Und die Bänder sind nicht verkürzt und Menisken leider nicht. Also einfach optimal. Einfach ein Muskel und so viele Vorteile. Und dieser Muskel macht noch viele andere Sachen. So, jetzt schauen wir mal, wie wir gehen. Wenn ich, grob gesagt, meinen Fuß nach vorne gebracht habe, dann stelle ich ihn auf die Ferse. Der Fuß steht auf der Ferse und hier arbeitet Gluteus, weil ich hier auf dem Bein stehe. Und dort vorne schaltet sich Gluteus, weil ich meinen Fuß auf den Boden gestellt habe. Gluteus arbeitet immer dann, wenn der Fuß im Bodenkontakt ist. Wenn mein Fuß komplett im Bodenkontakt ist, habe ich gestrecktes Knie. Das sind so zwei Axiomen des Gehens. So. Und ich möchte wie immer auf Ferse Innenseite aufkommen. Nicht auf die Außenseite, weil durch die Mechanik des Sprunggelenks ich dann niemals Quer- und Längswölbung genau bauen werde, wenn ich mit dem Fuß so lande. Sieht man oft draußen. Ja, erst mal so, na gut, das, das geht gar nicht. Sondern ich sehe manchmal auch in irgendwelchen Anatomiepräsentationen, wie man gehen soll, wie die Menschen so auftreten. Dann schreibe ich immer, nee, das ist nicht physiologisch. Viele machen so. Warum? Das passiert nur, wenn der andere Gluteus nicht arbeitet. Das werde ich gleich erklären, ihr werdet das spüren. Wenn ich ohne Gluteus gehe, das können wir probieren, wir gehen. Jeder steht auf oder wenn er gesessen hat und geht. Und er achtet einfach darauf, auf welchen Punkt trifft Ferse. Hier, außen oder hier, innen, in etwa. Hier innen ist der harte Punkt. Hier ist eigentlich der Knochen. Das Fersenbein hat hier einen Höcker. Hier hat es keinen Höcker. Hier ist weich. Das ist nur zum Unterscheiden. Jetzt benutzen wir absichtlich nicht Gluteus Maximus und gehen einfach und spüren, welcher Punkt. Welcher Punkt, wenn wir nichts absichtlich hinstellen, ohne dass wir den Fuß irgendwie absichtlich so ausrichten, dass das richtig aufsteht? Und das ist immer außen. Und das Gehen ist irgendwie nicht wirklich energiebeladen. Irgendwie so mit viel Mühe. Habe ich das Gefühl für mich. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Wenn ich, also wenn ich richtig abstellen würde, meinen Fuß, dann Ferse Innenseite, dann würde ich abrollen. Und mit dem hinteren Fuß würde ich dann Gluteus anders würde arbeiten, aber ist egal. Abrollen auf Grundgelenke fünfter und Überschlag über alle fünf auf den ersten und dann legen sich die Zehen auf den Boden. Und hier habe ich Situation. In diesem Fuß, dass voller Kontakt der ganzen Flächen, die mit dem Boden kontaktieren können, mit dem Boden hat stattgegeben. Das heißt, Knie gerade. Kein so ein Knie. Ja? Gibt es auch oft, dass die Menschen einfach kommen und zack. Ja, das ist dann schwierig. Ja? Also, das ist nicht durchgestreckt. Um Himmels Willen, nicht durchgestreckt, sondern einfach innerer Punkt. Damit Umkippung sein nach außen, das können wir nicht kontrollieren, wir können das überhaupt nicht kontrollieren im Gehen. Dann der fünfte, dann der erste, hier gerade das Knie und Gluteus ist an.
Und dadurch, dass mein Gluteus an ist, kann ich dieses Bein gerade unter dem Becken nach vorne tragen. Und nicht so. Wenn ich das nicht benutze, dann sitzt mein Becken auf dem Oberschenkel satt und hier ist kein Platz für ein gerades Bein. Seht ihr? Kein Platz. Ich kann nicht strecken hier. Das ist sehr schwer. Deswegen sieht man manchmal, ich hatte das auch, in Schaufenstern, wenn man geht, dass das hintere Bein so macht. So. 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 Muss aber nicht. Wenn du das Maximus arbeitet, dann habe ich einen Aufzug im Becken. Becken hängt über den Knochen des Oberschenkels. Und wenn ich gehe, dann trage ich mein Bein runter, direkt unter dem Becken. So, irgendwie kam ich von der Idee wieder weg. Jetzt, wie komme ich auf die Ferse immer? Jetzt werde ich das, was wir kannten und schon gemacht haben, also Gluteus und Fuß zusammenschließen. Weil das hängt, wie ich meinen Fuß positioniere im Gehen, hängt davon ab, wie mein Gluteus auf der anderen Seite arbeitet. Warum? Wir werden das jetzt untersuchen. Wir stehen auf beiden Beinen erstmal und legen die Hände aufs Becken. Man kann hier liegen auf die Flügel oder Darmbeine. Oder man kann auf Schambein liegen, wo man Knochen spüren kann. Man kann auf die Vorsprünge rechts und links hier liegen, je nachdem, wer man möchte. Hauptsache, die Hände liegen auf den Knochen, auf dem Becken selbst. Und jetzt stelle ich mich auf das eine Bein und schalte Gluteus ein. Und ich kann spüren, dass das Becken sich gedreht hat. Auf beide Beine wieder. Nochmal. Wir hatten das im Liegen auf dem Rücken, wo wir nur eine Powake eingeschaltet haben und das Becken ist so rotiert auf die andere Seite. Das war eine große Bewegung im Liegen. So im Stehen wird es nicht sein. Aber trotzdem, diese Bewegung des Beckens, wenn ich hier links einschalte, wird das Becken um die Achse der Wirbelsäule nach rechts drehen. Probieren wir das zu spüren. Ob das denn wahr ist, was ich hier erzählt? Also, Hände auf die Knochen, um zu spüren, dass diese Rotation gleich minimal stattfinden wird. Ich gehe auf das linke Bein, schalte Gluteus ein. Was spüre ich? Oberschenkel dreht nach außen, Knie schließt sich optimal, aber das Becken ist rotiert nach rechts. Und wenn ich hier rechts, okay, nochmal machen wir. Entspannen, zurückkommen, alles loslassen. Nochmal. Auf ein Bein. Gluteus arbeitet. Jetzt arbeitet nur ein Gluteus, das Standbein. Das Becken rotiert, ja? In dem Moment, wo ich mein Gewicht übertrage, rotiert das Becken zum anderen Bein. Nochmal. Das muss man spüren, um zu verstehen, was passiert denn danach. Weil im Gehen denken wir, dass das Becken anders macht. Ja? Nochmal. Wir schalten Gluteus ein. Wir übertragen das Gewicht nach links. Gluteus ein. Oberschenkel nach außen, Becken ein bisschen anders. Und wenn ich so stehe und genieße mein geschlossenes Knie und stabile Lage und jetzt trage ich das Bein aber gerade nach vorne. Mein Becken ist nach rechts rotiert, aber das rechte Bein geht gerade nach vorne. Ja? Das heißt, ich arbeite nicht zentral. Wenn ich zentral arbeiten würde im Hüftgelenk, würde ich mein Bein dahin tragen, nach rechts vorne, weil das Becken rotiert ist. Aber das mache ich nicht. Ich gehe ja nach vorne, das ist mein Vektor der Bewegung. Und wenn mein Becken nach rechts rotiert ist und mein Bein aber nach vorne geht und ich den Boden betrete in einem kürzeren Schritt vielleicht als gewohnt, dann treffe ich genau den Innenpunkt der Ferse. Und zurück. Einfach um zu spüren. Ohne Gluteus Maximus wird es nicht klappen. Okay, nochmal. Ein letztes Mal. Ich übertrage das Gewicht dann nach links, schalte Gluteus Maximus ein, spüre Rotation deutlich, Rotation des Beckens nach rechts, wenn man darauf achtet, das ist deutlich.
und trage meine Beine aber nach vorne und treffe den harten Punkt der Ferse, das ist Innenpunkt. Wenn ich dann nach vorne gehe, dann habe ich alles korrekt. Dann wird mein Fuß richtig belastet von sich aus, weil dann ist nur das möglich. Okay? Wunderbar. Jetzt machen wir die andere Seite. Springen wir ein bisschen. Integration findet auch hier statt. So, wunderbar. Und die harte Gehirnhaut entspannt sich bei diesen Sprüngen. So, jetzt andere Seite. Ich stehe wieder auf beiden Beinen. Spüre, wo stehe ich jetzt. Eventuell bin ich besser ausgelotet. Ich schalte gleich Gluteus ein, weil ich spüre, dass ich so besser stehen kann. So kann man lange stehen, ohne dass danach irgendwas wehtut. Jetzt übertrage ich das Gewicht auf das rechte Bein. Linke Gluteus Maximus entspannt sich, der rechte spannt sich noch mehr an. Und ich spüre zumindest Rotation des Oberschenkels nach außen, der Fuß schaut nach vorne und zurück. Machen wir das Schritt für Schritt. Nochmal auf nach rechts. Gluteus schaltet sich ein. Das Becken rotiert nach links. Und der Oberschenkel nach rechts. Auseinander rotieren Sie. Oberschenkel rotiert so und Becken rotiert so. Auseinander. Und zurück. Das passiert bei jedem Schritt, dass das Becken zum vorderen Bein rotiert. Das ist die Entwicklung im ersten Lebensjahr. Mir war das nie klar, warum das ist. Mir fiel das auch schwer, so auseinander zu flimmen. Aber hier kann ich das spüren. Und dann setze ich wieder alles zusammen, alle Puzzleteilchen. So, wow, geil. So, nochmal. Ich trete, übertrage das Gewicht nach rechts, schalte Gluteus, spüre dieses Auseinanderrotieren. Und jetzt bewege ich meinen Fuß nach vorne und treffe Innenpunkt der Ferse. Ja? Und dann ist alles einfach. Danach läuft die Übertragung. Innen, außen, fünfter erster. Das macht der Fuß selbst. Vor allem, wenn ein kleiner Zeh da ist. Ja? Und jetzt kann man ein bisschen gehen. Wir sind gegangen ohne Gluteus. Jetzt gehen wir absichtlich mit Gluteus. So dass wir ihn einfach spüren wollen. Also wenn er nicht da ist, schalten wir ihn ein. Was wollen wir spüren? Dass der vordere Fuß auf dem richtigen Punkt landet. Und da kann man zwischendurch spielen, ohne Gluteus oder mit Gluteus. Was für einen Unterschied macht das? Der richtige Punkt wird sich hart anfühlen auf dem Boden, im Bodenkontakt. Der falsche Punkt wird weich sein und gepolstert, weil da gar kein Knochen ist. Und wenn ich mit dem falschen Punkt, mit dem Außenpunkt, der Ferse den Boden treffe, dann schaltet die Gluteus auch nicht ein. Dann ist die ganze Übertragung des Bewegungsimpuls über den Fuß nicht physiologisch. Und so ist es halt, nur wenn ich hier arbeite, wird hier richtig getroffen. So, das ist das eine. Und der letzte Punkt ist, wie verlasse ich den Boden? Ja, ich treffe. Mal probieren so. Ich stehe mit eingeschalteten Gluteus. Ich treffe den Boden mit dem Innenpunkt. Ich gehe aber die ganze Zeit nach vorne. Das ist halt sehr langsam und schwierig. Und treffe jetzt, wenn ich ein bisschen weiter gehe, dann, ohne dass der Fuß so macht, ja, treffe einfach durch die Übertragung des Impulses an den Knochen. Fersenbein außen. Danach Grundgelenk des fünften, Grundgelenk des ersten. Zehen legen sich auf den Boden. Hier habe ich geschlossenes Knie, eingeschaltetes Gluteus. Der andere Fuß ist ja schon unterwegs. Ja, und Gluteus hatte ich eingeschaltet. Der andere Fuß trifft den Boden korrekt. So, das ist das eine. Das ist total interessant. Und der letzte Punkt, wie verlasse ich den Boden? Ja, ich stehe auf den Zehen, meine Füße schauen nach vorne, Betragung, der, ich weiß, ich führe ich mein Fersenbein zwischen erster, zweiter Zeh bei der Bewegung nach vorne. Aber was macht dabei mein Gluteus Maximus?
Wir erinnern uns, wir haben auf den Bauch gelegen, wir haben Leisten in den Boden gegeben, Becken stabilisiert, Po-Muskel hat sich eingeschaltet, wir haben das Bein so gehoben vom Boden. Das war alles Imitation des Gehens. Das ist Imitation des Verlassens des Bodens. Also, was kann ich hier mir vorstellen? Ich kann mich erinnern, das war ein gerades Bein, das ich gehoben habe. Und genau so brauche ich ein gerades, im Knie gerades Bein, wenn ich den Boden verlasse. Quasi ich bin ja hier auf dem geraden Bein, wenn ich stehe, wenn mein Körpergewicht in der Mitte liegt. Wenn ich nach vorne gehe, ist mein Knie immer noch gerade. Und dann schaltet sich beim Heben der Ferse, Gluteus Maximus, die dritte Phase ein. Und ich kann Kraft vor den Boden verlassen. Eine wichtige Sache, weil viele, ich bin beobachtet immer, wie die Leute gehen, weil sozusagen nur eine Möglichkeit ist, die richtige 1000 Pathologien, Pathologien, Sie merken das vielleicht nicht, ich merke, dass das nicht physiologisch ist. Viele betreten den Boden erstens ausgedreht, da arbeitet mit dir sowieso nicht, und dann ist es so, dass sie den Boden aus so einem Stand verlassen, ja? Das ist jetzt übertrieben. Erstens stehen sie schon auf dem, kann ich stehen, auf dem gebeugten Knie. Und zweitens verlassen sie danach. Man kann ja versuchen, Knie beugen. Und jetzt, wir bewegen uns nach vorne, über den Zehen, ja? Und dann haben wir eben so eine Variante, ja? Das ist ziemlich schwer, den Boden zu verlassen, wenn die Knie gebeugt sind. Versuchen wir nochmal, es ist immer interessant zu probieren. Vielleicht haben die anderen doch recht. Ich betrete den Boden. Okay, ich könnte gerade das Knie haben, es ist egal, danach beuge ich das Knie und versuche mit gebeugtem Knie die Ferse zu heben. Ganz zu schweigen von aktiven Zehen und Impuls nach vorne. Geht nicht, ja? Schwierig. Und jetzt mache ich mit dem gleichen Bein gerade das Knie. Ich stehe, mein Gluteus ist aktiv, das andere Bein geht nach vorne, trifft mit dem Innenpunkt der Ferse und hier ist das Knie gerade. Und mit dem geraden Knie habe ich ganz deutlich einen Impuls durch die Zehen. Habt ihr das gespürt? Ihr könnt mir schreiben. Nochmal. Mein Körper fällt jetzt die Stütze des Fußes durch Drehkraft auch, ja, weil ich die ganze Zeit ja gehe, hier stehe ich ja, aber normalerweise gehe ich. Und mein Gewicht trägt mich nach vorne. Und hier gerade das Knie. So eine Variante, ja. Quasi, dass ich mein ganzes Gewicht jetzt getragen habe durch ausgewogene Situation der Beuge und der Strecke. Wenn meine Beuge schon proaktiv sind, dann kann ich überhaupt nicht nach vorne kommen. Bin ich halt. Ja. So. Schwierig, ja? Keine aktiven Zehen. Man kann sie nicht aktivieren. Wenn ich mit dem geraden Bein nach hinten. Und danach kann ich beugen. Danach muss ich beugen. Das ist in Ordnung, ja? Gerades Bein. Ja, dieses. Wie eine Sehne, die. Beim. Wie die Sehne des Bogens, ja? Da sie angespannt ist, aber ohne Knie durchzustrecken, nach hinten, bitte nicht. Alles in seinem, alles in der Komfortzone. Oberarm aktiv. Angenehm im Knie. Gestrecktes Knie. Und dann ziehen sie mich einfach mühelos nach vorne befördern. Hier würde auch die Achillessehne die Energie kumulieren. Da ist fasziale Struktur, sogenannte Aponeurose, ja, das geht vom Fersenbein, Achillessehne bis hierher, erst hier beginnt der Muskel. Diese Aponeurose hier, sogenannte, das heißt Aponeurose, also fasziales Gewebe, das sammelt Energie der Kompression. Die Beine sind grundsätzlich in Kompression, ja. Wir können uns vorstellen, wir drücken eine Feder runter. Diese Feder durch ihre Kompression sammelt Energie. Das ist unsere Aponeurose. Beim gestrecktem Knie, bei aktiven Zehen,
schieße ich mich durch diese Energie hoch oder weiter, je nachdem, bei Hochsprung wird die Saponeurose super benutzt. Ja, weil sie bekommen, ich bin ja Hochspringer gewesen. Ja, man rennt. Kurzer Sprint, danach haut man rein, Kompression der Beine und danach die Aponeurose schießt einen hoch und man kann höher als eigene Größe springen durch Energie, die hier erst gesammelt, dann entladen wird. Die Arme sind anders, die Arme sind dafür da, um irgendwo Apfel zu pflücken, ja, und zu sich zu ziehen. Das ist Traktion, hier ist das Kompression. Verschiedene Funktionen, weil wir eben aufrecht gehen. So, das habe ich jetzt gemerkt, ja. Das schauen wir mal einfach, wie wir gehen, ob das Bein, bevor wir die Ferse heben, gerade im Knie ist. So, jetzt gehen wir ein bisschen wieder. Hier kann man auch schon schauen, wie geht denn eigentlich, wie weit ist mein Knie beim Gehen. Und jetzt habe ich darauf geachtet, tatsächlich sehr interessante Erfahrung. Ganz andere Gehweise, viel leichter zu gehen, weil Impuls richtig übertragen wird. Wenn ich mit Solaraknie laufen würde, würde ich den Impuls nicht übertragen, weil mir diese Energie fehlt, die durch die Sehne gesammelt abgegeben wird. Also mir hat es gefallen. So. Ja, und auf der anderen Seite genauso. Ich weiß nicht mehr, ob ich gezeigt habe. Ich stehe auf dem linken Bein. Die Spannung wird hier an. Ja, ich spüre, wie mein Becken nach rechts rotiert. Ich stelle vielleicht den Fuß richtig, kommt sowieso richtig an. Ja, und jetzt möchte ich den Boden verlassen. Vorne rolle ich ab. Richtung Fünfter. Danach Richtung Erster. Und hier ist gerade das Knie. Und Ferse heben und raus. Ja, genau so. Und zurück, nochmal. Man kann probieren mit gebeugtem Knie. Und das ist dann schwierig, weil man die Ferse schlecht heben kann. Ja? Aber wenn Knie gerade ist, dann kann man Ferse einfacher. Ja, und dann nach vorne gehen. Es gibt ja die Möglichkeit, bei den Menschen, die an die Feldkreis unterrichten, die sagen, wir gehen durch Fallen nach vorne und drunter stellen der Füße. Quasi ist schön senkrecht da. Das kann man übrigens auch machen. Das ist eine interessante Erfahrung, wenn man beim Gehen das macht. Kann man auch machen, ja, dann wird gehen zum Genuss, egal, man kann mich nicht sehen. Ich stehe so da und dann fange ich an zu fallen wie ein Brett, wie ein Baum nach vorne. Spüre mehr Zehen im Bodenkontakt, die Ferse ist noch im Bodenkontakt, ja. Ich stehe schon wie Michael Jackson da und mir krampft der linke Fuß, so. Ich hatte einen Unfall in diesen Tagen mit dem linken Fuß. Also ich stehe gerade, man kann sich nicht vorstellen, ich stehe gerade, ja? Man kann immer noch diese, verstehst du? Ich glaube, ich habe falsch geknickt, meine Kompi. Oh, so ist besser. So, ja, genau, das kann man nicht sehen. Oh, geil, ja? Na gut. Ich stehe gerade, ja, und dann fange ich an, nach vorne zu fallen. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ich muss mein Bein unterstellen. Und los geht's, ja. Das kann man im Spazierengehen machen, weil wenn wir spazieren gehen, es gibt ja drei Arten von Menschen, die gehen. Die einen stehen quasi hinter dem, also Schwerpunkt hinter den Füßen. So was gibt's, ja, vielleicht durch Fehlhaltung dann. Und wenn sie dann gehen, dann müssen sie erst Fuß stellen. Und dann sehr schwer sein Gewicht nach vorne ziehen. Ja, und danach dann andere Fuß auch nach vorne stellen. Das ist, als würde man irgendwo im Dunkeln so machen. Ja? Nicht effizient, sehr schwer, weil die Muskulatur muss dann die zig Kilo alleine bewältigen.
Es gibt andere, die stehen senkrecht und im Lot, sodass der Lot mittig fällt zwischen die Füße. Fürs Gehen auch nicht für Zehnten, nur für Stehen ist das gut. Aber wenn wir gehen, wie soll ich denn nach vorne kommen? Erstens beginnt der Brustkorb die Bewegung, nicht die Beine. Warum das so ist? Weil im ersten Lebensjahr haben wir wir bauen selbst primitive Reflexe aus dem vegetativen Nervensystem und zentralen Nervensystem. Und da bewegen die primitive erst die Beine. Und in späteren weiterentwickelten Phasen wechselt das sich auf die Arme, Brustkorb. Und für Menschen, bei denen primitive Reflexe komplett integriert sind, führend ist immer der Oberkörper. Und die Beine werden dann drunter gestellt. Deswegen ist es nach vorne fallen, ist schon sinnvoll. Also, wenn ich im Lot stehe und dann nach vorne gehen möchte, ist es trotzdem Bein nach vorne und dann ein schweres Gewicht. Entweder durchs hintere Bein oder durchs vordere Bein nach vorne bringen. Es ist weniger anstrengend, als wenn wir so stehen würden. Und es ist trotzdem anstrengend. Wenn ich jetzt im Stehen, im Lot stehe, aber im Gehen ein bisschen nach vorne verlagere, dann ist es schon Impuls gegeben, ja, dass ich leicht gehen kann. Und ich kann in Rotation kommen und dann mit. Wenn ich hier schon vorrotiere und Gluteus gleich, wenn ich. Oh, das ist interessant jetzt. Das kommt vielleicht zu weit, ja? Weiß ja gar nicht. Oh, schon eine Stunde, wahrscheinlich langweilig. Ja, man kann damit spinnen, ja? Egal, also wenn ich vorrotiere, dann habe ich schon richtige Konfiguration im Becken und mein Fuß kommt schon auf den richtigen Punkt. Wenn ich vorrotiere mit dem Körper, wo ist dann, wie stehen dann, wir können, letzte Aufgabe für jeden, der noch bei mir ist, ja, weil ich kann ewig das machen, aber das macht vielleicht müde. Man kann danach nicht schneiden und später und stelle es hoch. Wenn wir jetzt auf beiden Füßen stehen, ich mache irgendwann einen Kurs zum richtigen Gehen, ich sehe schon. Wenn ich auf beiden Füßen stehe und jetzt das Becken zur Seite rotiere, was passiert unter meinen Füßen? Wie verändert sich Kontakt der Füße mit dem Boden? Ich habe Füße nicht bewegt. Aber durch Rotation verändert sich Kontakt und Weichheit oder Starre der Füße. Wenn ich zurückkomme, sind sie beide gleichwertig. Sie sind zwar zueinander gedreht, spiegelartig, ja, aber die verteilen das Gewicht gleichwertig, gleichzeitig und gleich auf dem Boden. Wenn ich mein Becken nach rechts drehe, was passiert unter den Füßen? Ihr könnt mir dann sagen, welcher Fuß hat starre Konstruktion und welcher Fuß legt sich quasi zerfließt auf dem Boden? Weicher Kontakt. Es gibt weicher Kontakt, es gibt harter Kontakt. Und zurückgekommen, genau so, zur anderen Seite, gerade Knie, Popelchen arbeiten und hier. Ja, welcher Fuß hat starrere Konstruktion und welche weichere? Das kann man ausprobieren. Jetzt gehen wir das letzte Mal. Und hier fange ich an mit meinen Pfosten. Ich weiß nicht, warum ich mir das so weit fahre. Und dann gehe ich noch gerade ums Viereck und schauen, wie arbeitet mein Gluteus jetzt rechts, links, wie fühle ich mich überhaupt.